So, die letzte Schleuse, die war richtig geil. Da musste ich bis ganz nach vorne. Keine andere Chance, irgendwo festzumachen und raus oder reinzukommen. Ging richtig die Post ab. Und zur Belohnung funktioniert die nächste Schleuse nicht. Fängt super an. Ich bin gerade eben losgefahren vor einer Viertelstunde. Erste Schleuse kaputt. Die zweite Automatikschleuse im Canal du Midi. Und sie geht nicht. Also heute läuft überhaupt nichts rund. Wir haben noch 40 Minuten, bevor die Schleusen zugehen, und es sind noch zwei Schleusen vor uns. Ob wir es schaffen, das wird sehr knapp werden. Aber einer von den beiden Engländern, der hat jetzt gerade mal eben den Schleusenwärtern ein paar Flaschen Bier in die Hand gedrückt. Vielleicht macht es einen Unterschied. Das Gute ist natürlich jetzt für mich, die beiden preschen vor. Einer von denen steigt jetzt aus, läuft schnell zur Schleuse, macht sie auf und wir können alle reinfahren. Das ist natürlich perfekt. Bringe ich mir mal in der Zeit ein Trinkpäckchen. Wir rennen schon. Also, ich zeige euch das jetzt. Da rennt er. Also richtig Action hier im Kanal. Regenwetter. Wir müssen richtig kämpfen da draußen. Aber das Schöne und Interessante ist heute, Sabrina ist ja bei mir. Ne, das machen wir nochmal. Ja, ich habe heute so ein bisschen einen Durchhänger. Ich habe heute so eine richtig schöne Migräneattacke gekriegt. Hab das einigermaßen im Griff, hab da ein Medikament genommen dagegen, sodass ich damit trotzdem gut fahren kann. Aber ist natürlich alles. Dass mich mal ein Binnenschiff von, ich weiß nicht, 30 Metern blockiert, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Der hat uns gerade eben überholt. Sabrina? Ich höre dich aber ganz schlecht. Ja, wir wollten nämlich mal hören, wie es dir geht. Wer wollte das hören? Wir. Wer denn noch außer dir?